Liebe Freunde der Spiroergometrie, liebe Sportler, herzlich willkommen im Namen des ZFS Zentrums für Sportmedizin zum 5. Online-Tutorial auf spiroergometriekurs.de. Unser Thema heute ist die mittlere physiologische Antwortzeit, Mean Response Time oder MRT. Die MRT bildet das Zeitfenster ab, welches ein Sauerstoffmolekül von der Atemmaske bis hin in unsere Arbeitsmuskulatur benötigt. Dieses Zeitfenster zu kennen, bedeutet, ein Korrektiv zu haben für die Feinjustierung der zuvor bestimmten ersten ventilatorischen Schwelle. Denn zwischen dem Moment, wo sich die Schwelle in der Muskulatur zugetragen hat und dem Augenblick, wo ich sie in der Maske feststelle, besteht eine zeitliche Latenz. Diese zu kennen, hilft uns, in unserer Trainingsplanung noch genauer und effektiver zu sein. Und jetzt schauen wir uns an, wie das geht. Spiroergometrie ist interdisziplinär. Die mittlere physiologische Antwortzeit ist ein rechnerisches Modell, mit dem Kahneman Wassermann versucht, basierend auf einem Flächenintegral, die zeitliche Latenz zwischen VO2 in der Maske gemessen und QO2 in der Muskulatur abzubilden. Klingt kompliziert. Ich glaube, ich gehe lieber. Warte. Ist das nur für Profis oder auch für Breitensportler interessant? Sehr gute Frage. Gerade für Sporteinsteiger und für Breitensportler ist dies interessant, weil die mittlere physiologische Antwortzeit zu einer Verschiebung der ventilatorischen Schwellen und damit zu einer Anpassung der Trainingszonen führen kann, die umso größer ausfällt, je untrainierter man ist. Die Kenntnis der mittleren physiologischen Antwortzeit kann dazu beitragen, dem Sportler die Trainingszonen noch exakter auf den Leib zu schneidern. Die mittlere physiologische Antwortzeit wirft also ein Licht auf das Zeitfenster, welches zwischen QO2 in der Muskulatur und VO2 in der Maske vergangen ist. Sie bildet damit die zeitliche Latenz ab, die zwischen QO2 respektive dem RQ in der Muskulatur und dem RER in der Maske liegt, der vielfach auch als Lungen-RQ beschrieben wird. In manchen Softwareprodukten wird das Oxygen Delay oder die mittlere physiologische Antwortzeit auch als Tau-Zeit beschrieben. Wenn man sich mittlere Zeitfenster einmal anschaut, so gibt es Untersuchungen, die im Rampentest für Gesunde einen Normwertbereich von unter 40 Sekunden ermittelt haben und die Grenze zum Pathologischen oberhalb von 60 Sekunden ansetzen. Auswertungssoftware verschiedener Hersteller in der Spiroergometrie legte lange Zeit, basierend auf Wassermann-Daten, vereinfacht einen Korrekturfaktor von 45 Sekunden an der VT1 zugrunde, um den die ermittelte Schwelle hinsichtlich Herzfrequenz und Leistung in Richtung Testbeginn korrigiert wurde. Mit modernen Softwareprodukten sieht dies mittlerweile anders aus. Die mittlere physiologische Antwortzeit mit in die Schwellenkalkulation einzubeziehen und die ventilatorischen Schwellen, insbesondere die VT1, basierend auf der mittleren physiologischen Antwortzeit anzupassen und zu korrigieren. Eine spannende Frage bei der Einschätzung der mittleren physiologischen Antwortzeit ist die Frage nach Normwerten. Nun gibt es leider keine Normwerte, aber es gibt verschiedene Arbeiten, die einen Blick auf dieses Zeitfenster geworfen haben und zumindest Orientierungswerte für die Interpretation der mittleren physiologischen Antwortzeit bieten. Studienbasierte Orientierungswerte für die mittlere physiologische Antwortzeit liegen im Mittel bei 37 bis 39 Sekunden für Gesunde. Für ausdauertrainierte Sportler wurden Mittelwerte um etwa 22 Sekunden belegt. Mit zunehmendem Trainingsumfang verkürzt sich die mittlere physiologische Antwortzeit. Eine der geringsten physiologischen Antwortzeiten wurde für Paula Radcliffe, Marathon-Weltmeisterin von 2005, gemessen,
Hier lag die MRT bei 7 Sekunden. Spannend ist nun die Betrachtung der Grenze zum Pathologischen. Chatterjee et al. Schlugen 2013 die Grenze bei größer 60 Sekunden vor, basierend auf der Beobachtung, dass unter steigender Ergometerbelastung mit sinkendem Schlagvolumen die mittlere physiologische Antwortzeit abnimmt. Andere Autoren schlagen mit im Mittel 50, 58 oder 67 Sekunden Zeitfenster von vergleichbarer Dauer vor. Die mittlere physiologische Antwortzeit kann auch als Prognosegröße für herzinsuffiziente Patienten genutzt werden, wobei eine Ausbelastung auf dem Ergometer nicht zwingend erforderlich ist. Eine wissenschaftlich etablierte Erkenntnis ist es, dass langfristiges Ausdauertraining über die Lebensspanne des Menschen einen mit dem Lebensalter zunehmenden Abfall der mittleren physiologischen Antwortzeit abmildert. Klingt spannend, aber wie bestimmt man das? Sehr gute Frage. Kommen wir also zur Praxis. Carmen Wassermann schlägt zur rechnerischen Abschätzung der mittleren physiologischen Antwortzeit eine Formel vor, welche auf einem Flächenintegral basiert. Hierzu wird der Anstieg der Sauerstoffaufnahme während einer Laststufe betrachtet und mittels einer Regressionsgrade rechnerisch abgebildet. Hier sehen wir die Sauerstoffaufnahme eines gut trainierten Radsportlers, welcher einen Stufentest mit 3 Minuten Stufendauer, beginnend bei 150 Watt bis zur Ausbelastung bei 375 Watt absolviert hat. Deutlich wird bis zur VT1 die zweigeteilte Dynamik der Sauerstoffkinetik. Auf jeder Stufe sehen wir einen ansteigenden und einen horizontal verlaufenden Teil. Dabei fällt auf, dass oberhalb der VT1 hier sichtbar durch die Stufe, die mit dem roten Fenster oberhalb des ansteigenden Teils der Kurve markiert ist, die zweigestaltige Dynamik der Sauerstoffaufnahmekurve immer mehr in eine horizontale übergeht. Dies ist der Verzögerung durch die sogenannte Slow Component of Oxygen Consumption geschuldet. Das bedeutet, dass oberhalb der ersten ventilatorischen Schwelle sich ein Plateau der Sauerstoffaufnahme deutlich zeitverzögert darstellt. Für die rechnerische Abbildung der mittleren physiologischen Antwortzeit betrachten wir nun ausgewählte Stufen und hier schlagen wir die Betrachtung der Stufe, an der die VT1 stattgefunden hat, vor und legen eine Regressionsgrade durch die Kurve der Sauerstoffaufnahme. Als Grundlage für die rechnerische Abschätzung der mittleren physiologischen Antwortzeit betrachten wir nun die Kurve der Sauerstoffaufnahme in einer einzelnen Laststufe. Hier schlagen wir diejenige Stufe vor, an der die VT1 stattgefunden hat, beziehungsweise wenn diese zwischen zwei Stufen stattgefunden hat, würden wir empfehlen, beide Stufen in die rechenbasierte Abschätzung der MRT mit einzubeziehen und aus den für beiden Stufen ermittelten jeweiligen Zeiten einen Mittelwert zu bilden. Betrachten wir also nun eine einzelne Stufe, so lässt sich der Anstieg der Kurve für VO2 in einen ansteigenden, also einen aszendierenden Teil und einen horizontal verlaufenden Teil einteilen. Durch diese Kurve wird eine Regressionsgrade gebildet und die mittlere physiologische Antwortzeit entspricht nach Wassermann einem Teil der ansteigenden Kurve. Betrachten wir nun die von Carmen Wassermann vorgeschlagene Formel. So schaut er auf den ansteigenden Teil der Kurve für VO2 und definiert die mittlere physiologische Antwortzeit als den Zeitpunkt, an dem 63% der für die entsprechende Laststufe adäquaten Sauerstoffaufnahme erreicht sind. Eine gute Spiroergometrie-Software sollte eine Bestimmung der mittleren physiologischen Antwortzeit basierend auf der Wassermann-Formel für jede einzelne Laststufe ermöglichen. Die Softwareprodukte verschiedener Hersteller ermöglichen es, die mittlere physiologische Antwortzeit für jede einzelne Laststufe zu bestimmen. Die Physiologie des Patienten oder Sportlers gibt allerdings vor, dass oberhalb der VT1
die mittlere physiologische Antwortzeit verspätet erreicht wird, weil zur regulären metabolischen Sauerstoffaufnahme noch die sogenannte langsame Komponente der Sauerstoffkinetik oder Slow Component of Oxygen Consumption hinzukommt. Da diese Slow Component of Oxygen Consumption die mittlere physiologische Antwortzeit verzögert, empfehlen wir, zur Bestimmung der mittleren physiologischen Antwortzeit exakt die Laststufe zugrunde zu legen, an der sich die VT1 ereignet hat. Die an dieser Stufe ermittelte MRT beziehen wir dann in die Trainingszonenzuweisung mit ein. Kurz noch ein paar Worte zum Phänomen der langsamen Komponente der Sauerstoffaufnahme oder Slow Component of Oxygen Consumption. Die sogenannte langsame Komponente der Sauerstoffaufnahme basiert auf verschiedenen Effekten wie Faserrekrutierung, mitochondriale PO-Kopplung sowie kardiozirkulatorischen und ventilatorischen Effekten. Sie besagt, dass bis zur VT1 ein lineares Verhältnis zwischen Sauerstoffaufnahme und Last existiert. Oberhalb der VT1 wird ein Steady State der Sauerstoffaufnahme verzögert erreicht, weil zunehmend eine langsame Komponente der Sauerstoffaufnahme sich abbildet. Oberhalb der VT2 erreicht die Kurve der Sauerstoffaufnahme keine Steady-State-Bedingungen mehr in Relation zur Last. Welche Relevanz hat die mittlere physiologische Antwortzeit nun für unsere Trainingszonenzuweisung? Hier sehen wir, basierend auf einem Stufentest, die rechnerische Anpassung der VT über die physiologische Antwortzeit. VT1 minus Tau bedeutet, dass Herzfrequenz und Leistung an der VT1 zurückgerechnet wurden um die Sekundenzahl der Tauzeit, also der physiologischen Antwortzeit. Aus unserer Erfahrung an der VT1, insbesondere bei Breitensportlern und Sporteinsteigern, ein sinnvolles Vorgehen. Zu Zeiten, als wir die VT1 noch nicht um die Tauzeit oder das Oxygen Delay korrigiert haben, haben wir nicht selten die Rückmeldung von Breitensportlern erhalten, die uns zurückgespiegelt haben, dass die Herzfrequenzwerte oder die Laufgeschwindigkeit an der VT1 nicht gefühlten Steady-State-Bedingungen entsprechen und sie diese Belastungsintensitäten nicht ausreichend lange aufrechterhalten konnten. Für uns ist daher im ergometrischen Alltag die Korrektur der VT1 um das Oxygen Delay, um die mittlere physiologische Antwortzeit ein sinnvolles Tool, um die Sportler näher an ihren eigenen physiologischen Bedingungen zu steuern. Die Softwareprodukte vieler Hersteller ermöglichen es auch, die VT2 um die Tauzeit zu korrigieren. Der Sinn ist aus unserer Sicht fraglich, weil oberhalb der VT1 in zunehmendem Maße die Slow Component of Oxygen Consumption hinzukommt und oberhalb der VT2 die Kurve von VO2 über der Last gar keine Steady-State-Bedingungen mehr erreicht. Wir empfehlen daher, die Korrektur der ventilatorischen Schwellen durch die mittlere physiologische Antwortzeit, also die Tauzeit, primär an der VT1 vorzunehmen und würden die Validität des Verfahrens an der VT2 mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Das war unser Beitrag zur Diskussion um das Oxygen Delay und die Möglichkeiten, diese Überlegungen konkret in die Trainingsplanung mit einzubeziehen. Wenn Sie noch tiefer in die Welt der Spiroergometrie mit eintauchen wollen, möchte ich Sie auf das 6. Online-Tutorial auf spiroergometriekurs.de hinweisen, in dem wir differenziert anhand von 7 Fragestellungen ein einzelnes Panel der 9-Felder-Grafik nach Wassermann erarbeiten wollen. Schön, dass wir uns gemeinsam für leistungsdiagnostische und spiroergometrische Fragestellungen begeistern können. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Auf Wiedersehen. Spannend! Und was ist jetzt mit Laktat? Spiroergometrie ist für alle da.